Herzlich willkommen zur Freistunde. Ich bin Ihr heutiger Moderator. Unser heutiges Thema ist Graffiti, eine Kunst oder doch eher eine Schmiererei, sprich eine Straftat. Kommen wir zur ersten Frage. Wie findet ihr das? Sagt ihr, es ist auf jeden Fall eine Kunst oder eher nicht? Also ich finde, es ist Geschmackssache, aber für mich ist es auf jeden Fall keine Kunst, sondern eher eine Schmiererei, weil es ist ja an öffentlichen Gebäuden meist und Verkehrsmitteln. Und ich finde, das sieht einfach nicht schön aus und ist auch eine Straftat. Und was macht so für euch, Felix, so das Graffiti so besonders? Was findest du daran besonders? Also Graffiti finde ich erst recht nicht besonders, weil diese Beschmierereien an Hauswänden und alles, das passt meistens überhaupt nicht zur Umgebung. Und wenn man sich die Häuser in Kreuzberg anguckt, die sind immer besonders schlimm und sieht einfach nicht gut aus. Und habt ihr dafür Ideen, wie man das verbieten kann, sprich einfach das auslassen kann, dass es Leute lassen? Also meiner Meinung nach sollten Sprayer viel härter bestraft werden. Umso größer die Strafen, umso größer ist auch die Abschreckung und die Reinigung der besprayten Sachen kostet Millionen von Euros und dazu sind einfach die Strafen viel zu gering. Bist du der gleichen Meinung, Lukas, oder sagst du da was anderes? Graffiti ist ja unterschiedlich. Es gibt ja 3D-Bilder oder ganz normale. Und man kann an Hauswänden oder Stromkästen nutzen. Okay, und was meint ihr, gehört Graffiti auf jeden Fall zum Kunstunterricht? Würdet ihr das einführen oder sagt ihr, nee, auf keinen Fall? Wie meint ihr das? Ich würde es auf jeden Fall in Kunstunterricht einführen. Warum das? Ganz einfach, weil es einfach eine Kunstform ist, wie alle anderen auch. Deshalb finde ich, spricht nichts dagegen, wenn man das im Kunstunterricht einführt. Bist du der gleichen Meinung, Felix, oder sagst du was anderes da? Nein, also ich finde, es sollte nicht im Kunstunterricht sein, da Pinsel und Farbe ja wohl für ein paar Bilder reichen. Und wenn man für jede Kunststunde neue Spraydosen und alles holen müsste, würde so viel Müll zustande kommen, den könnte man gar nicht mehr wegräumen. Meint ihr, dass Graffiti für euch eine Zukunft hat oder sagt ihr, das stirbt bald aus? Das kann nicht so lange halten. Ja, also ich würde sagen, es hat eine Zukunft und es wird auch immer eine Zukunft haben. Daher es viele Leute gibt, die daran hängen und es gibt vielen Leuten auch die Möglichkeit, ihre Meinung und ihre politische Meinung auszudrücken. Und wie findest du das, Luca? Also für mich ist Graffiti eine Schmiererei und das wird es auch immer bleiben. Graffiti hat eigentlich keine Zukunft, da es einfach nur komisch aussieht. Es sind schreckliche Zeichen und nicht lesbare Schriftzüge an Hauswänden und Zügen und allem. Und ja, ich weiß nicht, was daran sinnvoll sein sollte. Kennt ihr Gegenden, wo das auf jeden Fall sehr verbreitet ist, sehr schlimm ist, wo das einfach mit den Graffitis sehr die Übermacht einfach nimmt? Ja, Kreuzberg zum Beispiel hat ja auch schon Felix gesagt, das ist in Kreuzberg. Ziemlich überhand nimmt, ja. Seid ihr da der gleichen Meinung oder sagt ihr, ja, ist schön eigentlich? Ja, also ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall viele schöne Bilder, zum Beispiel Stromkästen, die zum Teil sehr schön bemalt sind. Es gibt da auch Leute, die extra engagiert werden, um Aufträge zu malen, also sprich an Stromkästen, Fassaden, was halt auch wirklich gut aussieht, aber es gibt halt dann auch wieder die anderen Seiten, wo es halt dann einfach hässlich aussieht, weiß nicht, silber, schwarz, fertig und auch nicht bunt oder so, also. Also du meinst explizit nicht das Graffiti, sondern diese Schmierereien von Tags. Ja. Kannst du mir da den Unterschied nennen oder gibt es da überhaupt keinen Unterschied? Na klar, doch, ein Tag ist halt einfach nur ein schneller Schriftzug, wo meist nicht mehr als eine Dose verwendet wird. Was persönlich ich jetzt auch nicht so schön finde, was halt auch wirklich hässlich ist. Aber es gibt halt, also Graffiti, ein richtiges Graffiti ist halt mit vielen Farben, vielen Dosen, groß vor allem, ja, bunt, genau. Ja, findet ihr das genauso Publikum oder sagt ihr, naja, ich finde, dass es als Graffiti schon als Kunstwerk gilt oder doch eher nicht? Wie findet ihr das? Also ich finde, dass Graffiti eigentlich eine schöne Kunst ist, weil man sieht ja auch viele Künstler, die auch in Kunstgalerien ausgestellt sind, die auch wirklich schöne Kunstwerke machen. Aber es gibt dann auch diese Schmierereien, wo wirklich nur ein paar Buchstaben irgendwo stehen und ich finde sowas auch hässlich. Also ist schon die gleiche Meinung, dass Text einfach den meisten Leuten nicht gefällt?
Seht ihr das genauso oder sagt ihr ja, ich finde aber auch Graffitis schlecht? Also ich muss ja so sagen, ich bin ja eigentlich so ziemlich gegen Graffiti. Aber es gibt halt auch manche Sachen, die einem gefallen. Aber manchmal finde ich es halt auch wirklich, wenn ich zum Beispiel auf dem Weg zur Schule bin, gehe ich über eine Brücke und da ist alles voll gekritzelt und sowas ist dann halt auch hässlich. Und da markieren dann alle ihre Revier wie Hunde. Und das sieht einfach alles total komisch aus. Also ich finde, Graffiti kann man ja sehen, wie man möchte. Ich finde, es sollte verboten werden, einfach irgendwo Sachen hinzuschmieren, aber auch erlaubt werden, an bestimmten Wänden die Kunst eben auszuleben und zu sagen, ja, da dürft ihr jetzt dran rummalen, aber dann sollte es woanders auch untersagt werden und auch hart bestraft werden. Findet ihr als Publikum das genauso, wie Luca das schon gesagt hat, dass auf jeden Fall das härtere Strafen geben sollte, zum Beispiel sowas wie Sozialstunden für Kinder oder einfach auch Bußgelder verteilt werden sollten, die höher sind? Also ich finde, dass es nicht so hart bestraft werden sollte, aber halt es schon eine Strafe geben sollte für die Leute, die das an Plätzen machen, wo das verboten ist. Aber ja, aber ansonsten sollte es eigentlich nicht so hart bestraft werden. Sehen die anderen das genauso oder sagt ihr, das muss, könnt ihr dafür einfach Beispiele nennen, wie man das einfach härter bestrafen könnte? Also ich denke mal auf jeden Fall viel, viel höhere Bußgelder. Und ich denke mal, dass der ja auch vielleicht bei den manchen Eltern dann zum Beispiel mal Taschengeld oder sowas wegziehen, was er dann vielleicht auch eine Lehre ist. Zumindest wäre es bei mir so. Und ja, auf jeden Fall, wie ich ja schon gesagt habe, die Strafen sind viel zu gering dafür, dass jetzt die Deutsche Bahn zum Beispiel mehrere Millionen Euro im Jahr bezahlen muss, nur weil S-Bahn besprayt werden. Und ich weiß auch nicht mehr, was daran so cool sein soll. Was ist cool daran, einfach eine S-Bahn zu besprayen? Man kann nicht mal mehr rausgucken, wenn man manchmal drin sitzt. Ich habe was an die Pro-Seite. Findet ihr das okay, wenn es so, zum Beispiel gibt es sehr viele auf Spielplätzen einfach Seiten, wo sich Sprayer einfach frei ausmalen können, sozusagen. Findet ihr das okay oder sagt ihr, nee, ich mag das einfach mehr auf Hauswänden. Da finde ich, das ist wirklich Graffiti für mich. Oder sagt ihr was anderes? Ich würde sagen, es sollte mehr von speziell angelegten Betonwänden geben, die regelmäßig gereinigt werden. Und man könnte dadurch auch die Akzeptanz in der Bevölkerung eventuell steigern. Sehen das die anderen auch so oder sagt ihr, das ist nur Geldverschwendung für den Staat, da kann man das für andere Zwecke einnutzen? Also ich denke, dass so eine Mauer vielleicht doch schon, wie Erik schon sagte, das was vielleicht doch schon ziemlich sinnvoll wäre. Aber ja, ich weiß ja nicht, ob das trotzdem noch alle benutzen würden oder ob das überhaupt welche cool finden. Ich meine ja nur, es gibt ja schon so eine Mauern hier bei uns in der Umgebung auch. Und es werden trotzdem S-Bahnen besprüht und ja, auch öffentliche Sachen, Spielplätze wird alles besprüht und bekritzelt und ich finde das einfach total hässlich und schlimm. Mhm. Findet ihr das cool, wenn eines Tages bei euch jemand in der Klasse kommt und sagen würde, ey, ich habe gestern letzte Nacht am Bahnhof eine Bahn besprayt, oder würdet ihr es schon sagen, nee, da gehe ich jetzt mit zur Polizei, weil das einfach nicht gerade cool ist? Ja, also wäre es mein Freund, dann würde ich noch so sagen, ja, komm, lass es mal lieber und so. Aber wenn ich denjenigen jetzt nicht großartig mag, dann würde ich auf jeden Fall zur Polizei gehen und das auch nicht befürworten, weil es halt einfach Beschmiererei und alles ist. Also du würdest schon eine Anzeige schreiben. Ja. Sehen das die anderen auch so? Also Pro, sieht ihr das genauso? Also ich bin ja der Meinung, dass man das nichts bringt mit höheren Strafen oder so. Ich finde das Quatsch, weil das wird einfach nie aussterben. Ich meine, es gibt so viel Nachwuchs, die sowas alle machen wollen und sowas cool finden. Die brauchen den Adrenalinkick und die finden es halt geil, nachts loszuziehen und irgendwie Bahn mit zu bemalen oder so. Die brauchen sowas. Ja, aber warum ist denn das geil? Was ist denn daran geil, eine Bahn zu bemalen? Man hat doch nichts davon. Außer, dass man dann von innen nicht mehr rausgucken kann. Es gibt ja all dem, jeder hat ja seinen eigenen Namen und wenn man diesen überall hinschreibt, hast du ja bereits gesagt, ist das wie als wenn ein Hund sein Revier markiert. Ich glaube, das ist einfach der Kick. Ja, und wie findet ihr das, wenn zum Beispiel, also das geht jetzt ans Publikum, wie findet ihr das, wenn Leute zu euch kommen und sagen würden, auch fremde Leute oder auch engste Verwandte und sagen würden, hey, guck mal aus dem Fenster, das habe ich da in der Bahn bekritzelt. Wie findest du das? Also ich würde selbst bei Verwandten sagen, das geht so nicht, weil es gibt auch den Mauerpark, der wird auch
ich glaube, immer wieder neu weiß gestrichen, damit auch da jeder mal wirklich was ranmalen kann. Und da würde ich auch meinen Verwandten, egal wie nah er mir steht, auch anzeigen, weil ich finde, man sollte es wirklich nur da machen, wo es auch erlaubt ist, weil sonst ist es wirklich Schmiererei. Okay. Also ich würde meinem Verwandten dann ins Gewissen sprechen, dass das dann zum Beispiel nicht normal machen sollte. Und dann würde ich auch, genau wie Lina, zur Polizei gehen. Denn es ist auch ziemlich dämlich, da jetzt irgendwo ranzusprühen, denn man trägt ja auch die Konsequenzen. Man könnte ja jetzt einfach irgendwo hingehen, wo es erlaubt ist. Und ja. Würdet ihr, das geht jetzt an die Pro-Seite, das cool finden, wenn das legalisiert werden würde? Würdet ihr denken, dass auf jeden Fall diese Schmierereien an den Hauswänden rund sinken würde? Oder sagt ihr, nee, das wird einfach viel mehr werden, als das jetzt schon ist? Also legal ist es ja schon, aber man könnte durch eine höhere Möglichkeiten, wo man frei malen könnte oder zeichnen könnte, eventuell das an diesen ganzen Hauswänden, also vielleicht verringern. Ich denke, wenn man sowas auch legal machen würde oder wenn man das vielleicht mal ausprobieren würde, legal an S-Bahn sprühen, was jetzt ziemlich blöd klingt, aber wenn man das wahrscheinlich ausprobieren würde, denke ich, würde es sogar passieren, dass weniger an der S-Bahn rumsprühen, weil ich denke, dass auch viele manche Jugendliche auch gerade den Kick suchen, dass sie etwas illegal besprühen und sowas. Lukas, denkst du es genauso oder sagst du, nee, das ist ja völliger Schwachsinn, im Endeffekt würden das ja viel mehr machen? Ja, eigentlich finde ich das ja, ich sehe es ja auch jeden Tag an der S-Bahn und die meisten finde ich ja eigentlich gut, aber manche auch nicht. So. Sagt ihr das, wenn ihr so an Spielplätzen jemanden sieht, zum Beispiel so ein Kind, würdet ihr einfach den vorbeigehen lassen, sagen, okay, der ist jetzt an der Spraywand, ohne Schutzkleidung oder sowas, würdet ihr den lassen oder sagen, hey, warum machst du das? Ist ja im Endeffekt nicht cool, ist es Schmiererei? Also ich würde auf jeden Fall was sagen. Und ja, ich würde vielleicht, wenn nicht sogar die Polizei rufen, das geht ja nicht. Und es ist ja auch das, worüber wir uns unterhalten, das hier mit der Legalisierung. Und es wäre dann auch total blöd, wenn man hier alles besprühen würde. Das wäre auch scheiße, wenn wir eure Häuser besprühen würden oder eure Schuppen. Also wenn das Kind wirklich an einem Ort rumsprüht, wo es überhaupt nicht geht, auf einem Privatgelände oder halt eben an irgendwelchen Fassaden, würde ich es schon ansprechen. Aber wenn es wirklich auf so einem Spielplatz ist, wo eine Mauer ist, also meine Meinung, dann würde ich nichts sagen. Und wenn er den Müll so rumschmeißen würde? Also würdest du denn immer noch sagen oder sagst du, nee, das macht ja sowieso, meinen manche Leute viel zu viel Schmutz und auch viel zu viel Müll. Meinst du, das wäre dir trotzdem egal oder wirst du schon sagen, nee, heb das mal auf? Ich würde schon was sagen, aber ich würde mich auch an der Stelle einfach hinterfragen, was würde ich machen, wenn ich halt eben so einen Beutel mit leeren Dosen hätte, was würde ich damit machen? Okay, das war's dann mit der Freistunde heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao.